Ich fahre nach Amerika. Meine Schwester Rose hat das arrangiert. Ich kann dir keine Zukunft kaufen. Ich kann dir kein erfülltes Leben kaufen. Aber irgendwann wirst du mich besuchen kommen. Ja. Ihren Pass, bitte. Gehen Sie darüber. Der nächste, bitte. Vater Flatt unterstützt mich. Er hat mir eine Anstellung besorgt. Gibt es schon einen Termin für den Nylons-Abverkauf, Eilish? Oh, großer Gott. Es wäre schön, wenn Sie seinen Namen nicht in einer Unterhaltung über Nylons verwenden würden. Wir brauchen irische Mädchen in Brooklyn. Ich wünschte nur, dass ich nicht mehr ein irisches Mädchen in Irland sein will. Wie schön, dass heute Briefe für dich gekommen sind, Eilish. Ich hatte gar nicht nachgesehen. Sie werden auch nach dem Essen noch da sein. Liebe Eilish, ich kann mir nur schwer vorstellen, dass du diese Zeilen tausende von Meilen von mir entfernt liest. Verglichen mit unserem Leben hier wirkt alles so aufregend und neu. Würdest du mit mir tanzen? Du musst nur so aussehen, als wüsstest du, was du tust. Ich wünschte, jemand hätte mir das früher verraten. Liebe Rose, jeden Tag denke ich an Mutter und dich. Ich habe einen Freund. Er ist charmant und er ist witzig. Tony hat mir geholfen, daran zu glauben, dass ich hier leben kann. Das konnte ich nicht, bevor ich ihn traf. Hallo, Mami? Alle sind fort. Ich habe niemanden mehr, Eilish. Wie würdest du dich fühlen, wenn ich nach Hause fahre? Ich hatte ziemliche Angst. Angst, dass ich nicht zurückkommen würde? Eilish, das ist Jim Farrell. Ich freue mich, dich kennenzulernen. Wir alle wollen wissen, wie das Leben in New York ist. Ihr habt auch Strände in Brooklyn. Das ist nicht dasselbe. War das Jim Farrell im Auto? Er ist eine sehr gute Partie. Ich habe mir ein anderes Leben für mich vorgestellt. Aber dein Leben hier könnte ebenso gut sein. Besser sogar. Tony, ich wollte dir sagen, dass... Ich weiß nicht, was ich dir sagen will. Zu Hause ist zu Hause.